Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland Teil 2. Ich habe jetzt die Tour mitgemacht, da kam aber nichts Großartiges bei raus und wir haben nochmal die ganze Gegend abgeklappert, hatten also eigentlich alles erforscht, was ging. Hier war aber noch zwischen dem Meer-Captain, das ist hier, die diese speziellen Gegenstände hat, und hier der Waffenhändler, gab es noch diese Person, die wir nicht angequatscht haben, nämlich den Robert Bowling. Bowling. Ein hagerer Mann in den 30ern beugt sich über einen Tisch und reinigt und ölt Waffenteile. Er ist mit Öl verschmiert und schwitzt und scheint ein wenig zu zittern. Psst, ich habe gerade euer Gespräch mit Meer-Captain mitbekommen. Ah, deswegen ging das auch vorher noch nicht. Da hat mich hier so ein Einkaufswagen jetzt als Symbol drüber. Und naja, sie bietet solide, ordentliche Ware. Aber wie ihr vielleicht gemerkt habt, lässt sich Melson die guten Sachen auch gut bezahlen. Also, ich habe eine kleine Spielzeugsammlung und wäre gewillt, mich von einigen Sachen zu trennen und das für deutlich weniger als sie verlangt. Interessiert? Was für gutes Zeug. All die großen Waffen, Energiewaffen, Raketen, Scharfschützengewehre, alle Top-Qualität. Ich habe sie selbst gefertigt. Wollt ihr welche? Sie kriegen nicht nach jedem Schuss Ladehemmung? Ich schwöre, sie sind genauso gut wie die, die Melson anbietet. Aber zu einem Fünftel des Preises. Na, was sagt ihr? Klar sind wir interessiert. Zeig mal. Okay, sonst wird er rausgeschmissen. Keine Sorge, wir werden nichts sagen. Klasse, das habe ich. Okay, wir kriegen günstiger Waffen hier, so wie es aussieht. Bowling Bar. Oh. 6-mal hoher Schaden, das ist nicht schlecht. 95% Chance auf Ladehemmung. Na super. Du hast Schrottwaffen. Ich muss es dir leider sagen, du hast keine guten Waffen. Du hast eine Uzi. 95% Chance auf Ladehemmung. Okay, wir gehen direkt mal jetzt zum Meer-Captain. Komm schon, ich versuche Geld aufzutreiben. Ein Notfall für die Familie. Warum braucht deine Familie Geld? Ich versuche meiner Schwester zu helfen. Ich kann euch nur sagen, es ist wichtig. Ehrlich. Komm schon, könnt ihr einem Kumpel einen kleinen Gefallen tun? Steckt deine Schwester in Schwierigkeiten? Tut mir leid, aber ich werde nicht mehr sagen. Werdet mir aushelfen, ein oder zwei Waffen kaufen? Klugscheißer. Warum willst du unbedingt diese Waffen verkaufen? Irgendwas ist da doch faul. Was du sagst, ergibt keinen Sinn. Irgendwas ziemlich Schlimmes muss da vor sich gehen, wenn du es riskierst, dafür bei den Rangers rausgeschmissen zu werden. Ich hab recht. Schau, es ist meine Schwester. Wenn ihr nicht an den Waffen interessiert seid, ich muss einen Brief zu ihr hinbekommen. Es ist wichtig, aber ich kann die Zitadelle nicht verlassen. Ich kann nicht frei bekommen. Würdet ihr dies zu ihr bringen? Sie lebt im Lager der Gleisnomaden. Ihr Name ist Katie. Und sagt ihr, dass es mir leid tut. Wir geben den Brief für dich ab. Danke, ich schulde euch etwas. Warum ist der Brief so wichtig? Egal, was so wichtig ist. Es ist privat, zwischen mir und ihr. Werdet ihr den Brief mitnehmen? Schleimer. Shit. Wir brauchen Schleimer Stufe 4. Können wir jetzt irgendwie rein? Nö. Auf Wiedersehen. Wir haben den Brief doch sowieso schon genommen. Oder etwa nicht. Quest geben da ein Buchstabe. Auf dem Brief wurde hastig an Katie Bowling geschrieben. Okay. Wir könnten ihn verraten. Sehr wahrscheinlich. Robert Bowling hat gerade versucht, uns selbstgebaute Waffen zu verkaufen. Ah, der alte Flintlock schickt eine Bedarfsmeldung mit eurem Namen drauf. Er meint, er hofft bessere Ausrüstung, vermeidet zukünftige Tode. Cool. Cool, cool. Aber die Rüstungen sind nicht so gut. Die will ich nicht haben. Den Bogen machen wir kritischen Schaden. Eine Bad Attitude. Maschinenpistole.
gefällt mir alles nicht. Nö, dann Fernkampf erhöhen, ne? Besser treffen. Ja. Dann nehmen wir das. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ich glaube, das habe ich mit Beförderung gemacht. Anstatt Geld. Speziellen Gegenstand bekommen. Moment mal, von wo hatte ich den denn bekommen gehabt? Ich glaube, das war hier drin, ne? Der alte Flintlock, das warst du, ne? Nee, du bist Corporal Hungerford. Wer war denn Flintlock nochmal? Wer hat mir das gegeben? Hier haben wir den Evan Hawko? Oder Hafko? Wir haben doch von ihm was gehabt. Seltsam. Gehen wir nochmal rüber. Okay, kriegen wir nichts. Dann raus hier und endlich mal wieder abhauen aus der Zitadelle. Wir haben jede Menge Quests. Korrekt. Rohstoffe, Munition für den genügend Schmerzmittel. Wie Schmerzmittel braucht er denn? Keine Ahnung. Den Rest von Aces Logbuch finden. Ah, da müssen wir ein Gleis nochmal anlagern, genau. Und wir müssen zum Gefängnis. Dorf Darwin müssen wir, genau. Den Brief wegbringen, da müssen wir sowieso zum Nomadenlager. Okay, ich würde sagen, wir schippern ein bisschen einfach durch die Wüste, bis wir genügend Kohle haben für bessere Waffen und dergleichen. So, endlich mal wieder was Kampf. Da waren ja jetzt zwei Videos, wo so gut wie gar nichts Kampf war, sondern weil so viel zu entdecken war. Aber das ist unsere Hauptbasis. Wir haben das Hauptgequatsche hinter uns da. Und jetzt ist die Überlegung. Wir müssen zum Gleisnomadenlader. Wegen zwei Sachen. Wir müssen nach Highpole, um die zweite Antenne anzubringen. Nee. Was? On site, talk to caller looking for bogies. 10-4, Able One. Advise when complete. Roger, Citadel Base. Able One out. Oh. Haben sie unten auch noch nicht umgeschaut. Fizit quasi hier unten könnte auch noch was sein. Wäre vielleicht auch interessant. Ich glaube, wir gehen systematisch mal abklappern. Vielleicht kann man ja auch hier links rum darunter. Jetzt haben wir richtig viel Wasser jetzt. Plünderer. Komm, die knallen wir mal um. Warum nicht? Wir brauchen Erfahrungspunkte, wir brauchen Geld, wir brauchen Ressourcen. Wir brauchen richtig viel Geld. Komm, nach oben. Alle bitte nachladen. Okay, in die Richtung seid ihr schon mal nicht. Da hinten sind sie. Das war jede Menge. Komm mal was näher. Du kannst dein neues Scharfschützengewehr ausprobieren. Wo ist der Reichweite? Hockt euch mal alle hin.
Zack. Boah, One-Shot. Ha, die neue Sniper ist geil. Die hat eine höhere Initiative, die Angel Death, aber die ist ja auch schon Stufe 10. Ja, komm, stell dich mal dahinter. Den kannst du treffen? Wie machst du das denn? Okay. Schießt irgendwie durch das Auto durch. Das kapiere ich nicht, aber soll mir recht sein. Den kannst du nicht treffen. Geh mal hier hinter. Den triffst du. Sehr gut. Und tschüss. Victory! Ja, jetzt zu 6 Mann wird es auch wesentlich schneller sehr wahrscheinlich gehen. Da liegt noch was. Alles mitnehmen. So, also viel weiter nach links wird nicht gehen, weil ich kann hier nicht weiter nach links scrollen. Plünderer, jo. Sollen sie doch kommen. Ah, die Map kennen wir auch, okay. Problem ist, dass hier so viele Wagen im Weg sind. Außer Reichweite. Blockiert. Shit. Ah, keine gute Sicht gehabt dafür. Ganz schlecht. Okay, Glück gehabt, der hat Ladehemmung. Aber hat keine gute Waffe eigentlich. Müssen wir vernünftig Sturmgewehr besorgen. Ah, aua! Boah, 35, geil. Oh, da oben so ein Mistkerl. Der hat eine starke Fernkampfwaffe. Die haben viel Energie hier. Unerwartet. Hat ordentlich Schaden genommen. Triffst leider von hier kaum. Den Rest geben. Ja, machst du auch, damit er nicht mehr zum Schuss kommt. Dann mal ein bisschen an Seite gehen. Kommt gleich noch irgendwo eine Handgranate geflogen. Kannst du den da oben erwischen? Ja, könntest du. Hat schon viel Power, ne? Ja. Hoffentlich triffst du. Ich habe ja auch ein zweites Teil. Mist, Idiot. Ich habe so eine Kette bekommen. Kann ich die jetzt anziehen? Wer hat die denn bekommen? Du hast sie bekommen. Könnten wir ihr geben, damit sie besser trifft, aber wir sind unterwegs, das ist auch doof. Dann geben wir sie... The Dog. Dog? Dog hat auch eine Brille.
Dann, wer hat sie denn jetzt bekommen? Du hast sie, ne? Das ist doof, dann müssen wir das austauschen. Geht im Kampf nicht. Ha, okay. Dann müssen wir es danach machen. Ah, der Chojin kann ruhig Schaden nehmen. Der ist ja sowieso schon aufgestiegen. Kein Problem. Problem ist, dass wir den da hinten ausschalten müssen und deswegen wirst du dich eher um ihn kümmern. Sehr gut. Autsch. Red sieht nicht gut aus. Okay, du triffst nicht gut. Gehen wir in die Hocke. Modus ändern. 57. Ja, hat geklappt. Nice. Okay, was habt ihr für Krimskrams bei euch? Ein Revolver. Nehmen wir. Blutende Wunde. Stehen bleiben! Okay. Lange noch? Alle 10 Sekunden 2 Konstitution. Ja, das ist der Nachteil bei den Nahkampfwaffen. Man ist direkt am Bluten. Tu dich auch mal verarzen. Jetzt gehen wir gerade mal auf den Chojin, der ist aufgestiegen. Copy, Echo One. Congratulations, Echo One. Thank you. So, Attribute. Wir können das Scharfschützengewehr erhöhen. Das heißt, wir müssen nochmal warten. No problem. Alle nachladen. Und weiter geht's. Das ist die Frage, ob die Muni, die wir hier verbrauchen, nicht mehr kostet als das, was wir gerade am Verschießen sind. Das weiß ich natürlich nicht. Züge haben non-set pro... was? Keine Ahnung. Oh, was haben wir da entdeckt? Mysteriöser Schrein. Wir da rein. Ja. Den schauen wir uns mal an. Klingt interessant. Hui, Blut. Able 1 to Citadel Base. Go ahead, Able 1. Call complete. 10-4 Citadel Base. False alarm. Just a couple of hobos. Resuming patrol. 10-4, Able 1. Carry on. Roger. Able 1 out. Der Sockel dieses Schreins hat eine Gravierung, die frech verkündet. Vectrex. Seinen Vorgängern vorzusehen, seinen Nachfolger überlegen. Die Gruppe wird von dem Schrein inspiriert, während sie ihn bewundert. Aha. Irgendwas machen. Vielleicht können wir irgendwie in so einen alten Bunker rein. Sollten wir nochmal speichern. Du wurdest
ist bereits von diesem Schrein inspiriert. Ah, wir können sonst nichts machen. Oder hätte ich hier was drauflegen müssen? Nö. Sieht nicht so aus. Oh, was ist das? Was haben wir denn da? Zahlenschloss an der Tür. Sehr gut. Prozent, komm, das schaffst du. Yeah! Und wir haben ein schönes Farmhaus hier. Das ist doch genau was für dich. Computerwissenschaften, sehr gut. Mal hoch damit. Genau wie die Energiezellen. Und den Rest teilen wir so aus. Dann schauen wir doch gerade mal. Du hast eine neue Waffe, die dir bestimmt gefallen wird. Sehr gut. Wir haben jede Menge Level-Ups. Komm. Wohl besser, wir machen einen Kampf. Da sind wir alle was verletzt. Nö, ist schon gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, okay, wir sind aufgestiegen. Es ist ja gut. Schande. Dann schauen wir doch nochmal. Wie viele Pünktlein hast du? 6. Und du brauchst 6 Punkte, um das zu erhöhen. Mach das doch mal, oder? Problem ist, wir müssen auch den Sanitäter mal erhöhen. Aber eigentlich, ja, wir müssen das Maximum hochkriegen, damit wir perfekt kämpfen können. Obwohl, sie kämpft sowieso von nah an. Sie hatte schon auf 85. Das ist ordentlich. Ich glaube, wir gehen mal hier weiter. Sanitäter 4. Genau. Punkt bestätigen. Es ist der Doc. Das kostet 6 Fertigkeitspunkte fürs nächste. Du hast noch nichts. Du hast 4. Wieso kann ich die Punkte da nicht einsetzen? Steht nichts bei. Doch, jetzt geht's. Jo, nimmst du mit rein. Punkte bestätigen. Punkte bestätigen. Sehr gut. Ordentlich. Ordentlich, ordentlich. Truppe ist recht stark. Kann man hier speichern? Aber wir speichern draußen, ne? Speichern. Testo. Ja, gute Stelle für einen Break. Bis demnächst. Euer Chojin.